Das Signal befand sich in einer Datei, die ich über Spacemail zugesandt bekommen hatte. Und wieder einmal war der Absender unbekannt. Ich hatte mich gerade von der letzten Mission auf Pano am Opalmeer erholt, meine Abschlussarbeit zu dieser Mission, unter anderem über die Entdeckung der Psycholoops und Ulaks, fertiggestellt, da bekam ich die Nachricht über Spacemail. Die Nachricht selbst war aber leer, was sie enthielt eine Datei mit einem seltsamen, zugegeben unheimlichen Signal, einem Alien-Signal. Es klingt wie eine Abfolge von Verzerrungen im Subraum und zuerst dachte ich an ein Naturphänomen, irgendwo da draußen im All. Doch es klingt einfach zu regelmäßig. Es muss ein künstlich erzeugtes Signal sein. Ich beschloss, dran zu bleiben. Dass die Entdeckung des Signals der Beginn meiner aufregendsten und auch gefährlichsten Reise in die Welt der Wissenschaft war, das ich jemals erlebt hatte, konnte ich natürlich nicht ahnen. Es geschah eine Woche nach meiner Mission zum Planeten Pano, der weiterhin von BASA-Wissenschaftlern untersucht wurde und erforscht wurde. Auf Pano lebte genau ein einziges Wesen, das Ulaks, welches als riesiges Gehirn in Form von einem grünen Schleimmeer fast den gesamten Planeten bedeckte und die Erinnerungen einer längst untergegangenen Zivilisation in sich gespeichert trug. Die Psycholoops, Projektionen dieser längst ausgestorbenen Wesen, konnten diese Erinnerungen im Dreamsharing mit anderen intelligenten Wesen teilen. Sie kommunizierten mit Emotionen, nicht mit einer gesprochenen Sprache. Was zu ihrem Untergang geführt und welche Rolle das Ulaks dabei spielte, ist unklar, wird aber erforscht. Doch dies ist im Moment Nebensache, denn mich beschäftigte seitdem etwas völlig anderes. Dieses Signal. Es begann alles damit, dass ich wie an jedem Morgen meinen Computer aufklappte, um die aktuellen BASA-Nachrichten zu lesen, als ich plötzlich eine Datei via Spacemail auf meinem Computer geschickt bekam. Der Absender war unbekannt, was jedoch rein theoretisch gar nicht möglich war, denn eine Spacemail trägt immer einen Absender. Doch diese Nachricht nicht. Die Datei enthielt die Beschreibung einer Radiofrequenz in Form von binären Codezeichen, einer Sprache, die universell für jedes intelligente Wesen, das zumindest in der Lage war, mit einem Computer umzugehen, verstehen konnte. Ich hatte diesen Binärcode von einer Software auf einem Computer übersetzen lassen und bekam die Frequenz. Es war kein Problem für mich, einen unserer Satelliten auf diese Frequenz einzustellen und da war es auch schon. Ein gruseliges und zugleich faszinierendes Geräusch, das keineswegs ein natürliches Phänomen, ein Quasar oder ein Neutronenstern sein konnte. Dafür war es zu stark und hatte eine gewisse Dynamik in seiner Form. Aber natürlich konnte ich mich auch irren. Also entschied ich mich, mal wieder Quim um Hilfe zu bitten. Breaking News: Sonnensturm über Barb. Strahlung eines in 20 Lichtjahren Entfernung explodierten Sterns verwandelt das Opalmeer in grünen Schleim. Es besteht keine gesundheitliche Gefahr. Mehr Infos in Kürze. Breaking News: Die Strahlung eines explodierten Sterns verwandelt das Opalmeer in grünen Schleim. Die BASA veröffentlichte erste Testergebnisse, aus denen hervorgeht, dass die Strahlung das Wachstum von Schleimalgen im Meer beschleunigt hat. Es besteht keine gesundheitliche Gefahr. Aber die BASA sowie der Weltrat sind besorgt und in höchster Alarmbereitschaft. Wir halten sie auf dem Laufenden. Wenn ich diese Nachricht jetzt so lese, nachdem ich mir die letzten Reste grünen Algenschleims abgeduscht habe, weiß ich nicht, ob ich besorgt oder amüsiert sein soll. Heute war ein ganz besonders heißer Tag gewesen, fast 40 km im Schatten, das entspricht 40 Grad Celsius auf der Erde. Also habe ich den Nachmittag am Strand von Opalmeer verbracht. Am Abend gönnte ich mir dann ein Bad im Wasser. Gerade in der Nacht, wenn die Strahlen des roten Zwergs, das ist die Sonne von Barb, sich in der Atmosphäre der Planetenringe in bunte Farbenlichtspiele am Himmel verwandelte, ist es besonders schön am Opalmeer. Die Gelee-Korallen massieren deinen Körper richtig und du fühlst dich völlig entspannt.
dann, aus heiterem Himmel, war da dieser Lichtblitz am Himmel. Es sah wie ein großer heller Stern aus, der rot explodierte, aber dann immer kleiner und heller wurde und schließlich verblasste. Hatte ich ein seltenes Phänomen am Nachthimmel beobachtet? Hatten die Zonianer versucht, eine neue Sonne zu entzünden? War ich eingeschlafen, vor lauter Entspannung und vielleicht nur geträumt? Oder war ein Wasserklecks, ein Wassertropfen auf meiner Brille und hatte sich reflektiert? Ich fühlte mich jedenfalls wach, auch wenn ein entspannendes Bad im Opalmeer eigentlich eher einen Traumzustand hervorruft. Naja, jedenfalls fühlte sich das Wasser, in dem ich schwamm, plötzlich schmierig und wabbelig an. Und tatsächlich, ich war umgeben von einer grünen, schleimigen Masse. Das ist gruselig, aber amüsant zugleich, jedenfalls für mich, denn ich liebe schleimiges Zeug. Babianer mögen das Zeug sowieso. Es ist gut für unsere blaue Haut. Naja, aber dazu später mehr. Später fand ich nach einer Bioanalyse und mit Rücksprache mit Kiku, der im Biolabor den Computer mit den Proben des Wassers gefüttert hatte, heraus, dass eine sehr seltene Strahlung im Wasser Algen rasend schnell hatte wachsen lassen. Ich konnte eigentlich nicht glauben, welche Form von Strahlung das war, denn bis dato galt ihre Existenz als rein spekulativ, wie zum Beispiel die dunkle Materie oder negative Energie. Und noch etwas war seltsam. Der Stern, dessen Explosion ich beobachtet hatte, befand sich im selben Quadranten, aus dem das Signal stammte, welches bereits überall auf Barb empfangen und von den besten Wissenschaftlern untersucht wird. Das auf der Erde, wir nennen ihn den dunklen Planeten, bekannte Wow-Signal. Wir haben erfahren, dass die Menschen dieses Signal bereits vor über 40 Erdenjahren kennen. Notruf oder Warnung aus dem Sternsystem Vega bedeutet. Flugzeit mit Quantenfusionsantrieb 17 Barbtage. Zur Kontaktaufnahme bzw. Verstärkung des Signals durch das ULAX auf Pano, um eine weitere Analyse über den Ursprung oder die Bedeutung des Signals zu erhalten. Eine genauere Klärung kann nur eine bemannte Mission nach Vega liefern. Die Mission ins Vega-System ist beschlossen. Die BASA fand heraus, dass das Signal von diesem Bereich der Galaxie stammt, ist sich aber immer noch unschlüssig, ob es nun ein Warn- oder ein Notsignal ist. Wenn es ein Notsignal ist, dann muss geholfen werden. Im Augenblick wird noch beraten, wie das Team dieser Mission zusammengestellt sein wird. Sollte es eine Mission nach Vega geben. Ich bin gespannt und bereite mich darauf vor.